Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, bevor ich mit der Rede anfange, ganz großen herzlichen Dank. Ich sehe euch jetzt zwar nicht mehr, weil es da so hell ist mit den Scheinwerfern, aber von da drüben ein unbeschreibliches Bild. So viele friedliche Menschen zusammen wie schon sehr lange nicht mehr. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr da alle da seid. Die Begrüßung Mitstreiterinnen und Mitstreiter habe ich ganz bewusst gewählt. Sie soll nämlich zeigen, dass wir uns nicht bloß als Opfer staatlicher Gewalt sehen, die vor 3 Jahren erbarmungslos zugeschlagen hat und die bis heute nichts Entscheidendes dazugelernt und kaum etwas aufgearbeitet hat. Daher ist die jüngste Verlautbarung des Staatsministeriums für den Ministerpräsidenten, man habe die Konsequenzen gezogen, dass so etwas nie wieder passiert, wörtliches Zitat, bestenfalls ein Kanzleitrost. Unglücke und Katastrophen passieren, aber nicht unverhältnismäßige Polizeieinsätze mit Hunderten von Verletzten. Es passiert auch nicht, dass Kinder trotz ausdrücklichen Verbots in den Polizeivorschriften mit Pfefferspray angegriffen werden. Vielmehr hat das ein Verantwortlicher angeordnet oder zumindest zugelassen. Und der muss zur Verantwortung gezogen werden. Genauso wie die Verantwortlichen für rechtswidrige Wasserwerfereinsätze. Da geht es aber nicht nur um Ausführende, sondern auch und gerade um die, die sich vor und hinter denjenigen verstecken, die sie in eine Art Krieg gegen die eigene Bevölkerung geschickt haben. Wir verlangen, dass diejenigen, die Gesetze geschaffen haben, sich auch selbst an diese Gesetze halten. Wir lassen uns nicht einschüchtern und erheben unsere Stimme. Und wenn über 4.500 Unterstützer die Schlusserklärung des Bürgertribunals zum 30.09.2010 unterzeichnet haben, in der konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und gefordert wurden, um eine Wiederholung staatlichen Versagens zu verhindern, lassen wir uns von der Landesregierung nicht mit Floskeln abspeisen. Wir werden sie weiter an ihre vollmundigen Versprechen erinnern und auch nicht zulassen, dass man uns ignoriert, wie dies gerade mit unserem letzten offenen Brief geschieht, auf den wir nach 2 Monaten noch immer keine Antwort haben. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Wenn die Spitzen der Landesregierung unsere freundliche Einladung, an der heutigen Kundgebung teilzunehmen, nicht beantworten, sich dann aber genau für diesen Abend auf das Volksfest verabreden, spricht das Bände. Jetzt machen wir aber weiter, die Zeit rennt davon. Unsere Forderung nach der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte haben die Grünen und die SPD im gemeinsamen Koalitionsvertrag vorweggenommen. Als sich Innenminister Gall bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Winnenden nach dieser Vereinbarung fragte, schien er fast entrüstet zu sein, dass ein Bürger sich zu fragen traute, warum die Regierungsmehrheit ihre eigenen Vorhaben nicht umsetzt. Überhaupt, der Herr Innenminister, gerade hat er laut Presse erklärt, die Gegner des Projekts S21 würden von den Sicherheitsbehörden nicht pauschal überwacht. Da mag er ja recht haben.
dass sich der Sicherheitsapparat nämlich nicht pauschal, sondern sehr individuell um jeden einzelnen Projektgegner kümmert. Eigentlich müsste man ob unsere Gefährlichkeit von Staatsfeinden und Terroristen reden. Haben die im Auftreten sicheren Sicherheitsbehörden am Samstag bei unserer Sternfahrt mit einem Sonderzug wieder sehr schön gezeigt. Jedem der etwa 200 Teilnehmer wurde zu seiner eigenen Sicherheit ein Bewacher zur Seite gestellt. Rechnet man nämlich die Polizeibeamten zusammen, die auf den Bahnhöfen an der Strecke postiert waren. Aus Sorge um die Gesundheit der Mitfahrer wurde sogar das Musizieren auf dem Bahnsteig im Stuttgarter Hauptbahnhof untersagt. Immerhin hätte der Lärm ja das lädierte Bahnhofsdach vollends zum Einsturz bringen können. Und dass bei der Rückkehr des Zuges eine Polizeikette den direkten Zugang zur großen Bahnhofshalle abriegelte, geschah sicherlich aus Sorge um die Stabilität des durch Risse geschwächten Bahnhofsturms. Der Hubschrauber, der den Sonderzug über weite Strecken in der Luft begleitete, wird wohl nur zufällig in der Nähe gewesen sein. Falls doch nicht, sollte lediglich sichergestellt werden, dass die laut Staatsministerium eingeübten deeskalierenden Vorgehensweisen bei Bedarf durch Fallschirmabsprung eines Deeskalationsteams schnell umgesetzt werden könnten. Mit dem zu Unrecht kritisierten Rahmenbefehl, der in Wahrheit nur das Beste für alle will, hat das ganz, ganz sicher nichts zu tun. Denn unsere Landesregierung mag kritische Bürger besonders gern, wie in dem bereits erwähnten Koalitionsvertrag zu lesen ist. Ebenso wenig besagt der Umstand, dass Innenminister Gall spontan weiß, welche Frau nicht nur Asylbewerber unterstützt, sondern natürlich auch S21-Gegnerin ist, nichts über eine Bespitzelung, sondern nur über das phänomenale Gedächtnis des Ministers, der jedes Landeskind beim Namen kennt. Dass der Rahmenbefehl auch noch mit der gescheiterten Volksabstimmung legitimiert wird, ist nur ein kleiner Schönheitsfehler. Für wie naiv wird die Bevölkerung eigentlich gehalten? Völlig zutreffend spricht der Kreisverband der Stuttgarter Grünen von fortwährender Überwachung mit rechtlich bedenklichen Instrumenten und fordert die sofortige Aufhebung des Rahmenbefehls. Allerdings ist diese Forderung schon fast 8 Monate alt und wurde pünktlich zum heutigen Tag wiederholt. Auf Landesebene hat sich indes nichts getan. Seit fast 2 Jahren lässt Innenminister Gall zwar nicht die Puppen, aber Polizisten und Verfassungsschützer nach seiner Pfeife tanzen. Und zwar, wenn es um die Durchsetzung eines Loser-Projekts aus dem letzten Jahrtausend geht. Es sei die Frage gestattet, ob die Anwender rechtlich bedenklicher Instrumente eines Tages nicht auch zu den Losern gezählt werden müssen, weil sie Demokratie und Rechtsstaat massiv schaden. Das gilt nicht nur für eine Überwachung à la NSE, sondern eben auch für die dokumentierte Beobachtung von Parkgottesdiensten. Das alles verlangt, dass wir weiter für die sofortige Aufhebung des Rahmenbefehls kämpfen und streiten und uns nicht einschüchtern lassen. Ebenso wenig lassen wir uns einschüchtern durch eine Kriminalisierung friedlicher Bürger, die ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Anspruch nehmen. Was mag man davon halten, dass die bloße Anwesenheit bei Sachbeschädigungen, die von anderen begangen wurden, als schwerer Landfriedensbruch verfolgt wird?
gilt das künftig auch für die Besucher von Fußballspielen, wenn im Nachbarblock hier Ausschreitungen begangen werden? Und soll man lachen oder weinen, wenn Menschen, die an der Siegessäule am Schlossplatz ein Transparent angebracht haben, wegen Hausfriedensbruchs, eigentlich müsste man sagen, wegen des Säulenfriedensbruchs, verfolgt werden? Kann es uns trösten, wenn Sicherheitsbehörden und Justiz bei uns in gleicher Weise wie beim Großprojekt im Susatal agieren, wo nach Behinderungen des Transports einer Tunnelbohrmaschine Durchsuchungen stattgefunden haben und für Verdächtige Ausgangssperren verhängt wurden? Und unterstützen wir die Betroffenen des staatlichen Vorgehens im Gezi-Park genügend? Skandalisieren wir die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zum Haus in der Singerstraße, wo es für rechtens erklärt wird, dass ein Haus ohne vorausgegangenes Enteignungsverfahren nach einer nur vorläufigen Besitzeinweisung unwiderruflich abgerissen werden darf? Stört es uns, dass der Streitwert zur Abschreckung so hoch angesetzt wurde, dass andere Betroffene von Klagen abgehalten werden? Dazu an der Stelle möchte ich ganz kurz hinweisen, dieser Prozess kostet sehr viel Geld, Hausingerstraße. Da werden Flyer verteilt und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, euch zu bitten, euer Schärflein beizutragen, damit dieser Kampf fortgeführt werden kann. Auch stellvertretend für andere, die später betroffen sein werden. Ja. Danke für die Unterstützung. Kümmern wir uns eigentlich genügend darum, dass in Kürze mit einer großflächigen Abholzung im Rosensteinpark zu rechnen ist? Wenn wir uns einig sind, dass wir mit alledem nicht einverstanden sind, ist die zwangsläufige Konsequenz, sich weiter zu empören und zu wehren. Nur so können wir oben bleiben. Danke. Vielen Dank, Dieter Reicherter. Dieter hat gezeigt, dass wir zornig, aber nicht verbittert, entschlossen, aber keineswegs ohne Humor sind. Seine Rede zeigt, atmet den Geist dieser Widerstandsbewegung. Vielen Dank, Dieter, für diese klaren Forderungen, mit denen wir diese Landesregierung genauso ständig weiter konfrontieren werden, und wir müssen damit ebenso laut und unüberhörbar und unübersehbar durchhalten, wie mit unserer Forderung nach sofortigem Baustopp.